Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgan Jakob von den Frakta und ich bin wieder in 1648, 30 Jahre Krieg, und wir bombardieren jetzt hier die polnische Belagerungsarmee vor Posen. Ich war halt zu hastig, ja. Der hastige Streich geht häufig fehl. Ja, ich habe gedacht, so, jawohl, jetzt haben wir die Polen so zurückgetrieben und geschwächt. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Die drei Städte nehmen wir ihn jetzt noch zügig weg. Aber das hat nicht funktioniert. Die KI hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben nochmal ordentlich Truppen ausgeschmissen. Einheiten auf meinen Befehl. Müssen wir nochmal geduldig sein und uns hoffentlich so lange halten durch diese Kanonaden und hoffentlich diese Städte, die ich jetzt schon habe, auch irgendwie halten. Das wird nochmal eine Herausforderung. Einheiten, marschieren! Wegen den Aufständen, weil die Städte sind ja im Prinzip total kaputt und ich kann sie nicht reparieren und nicht ausbauen. Dadurch habe ich die religiösen Unruhen in der Tour. Das ist natürlich extrem ungünstig. Aber ich kann nichts ändern im Moment. Ich muss einfach versuchen, mich zu halten. Und im Moment machen wir ja Plus. Einfach ins Plus wieder zu kommen, damit ich die Städte nach und nach wieder Vordermann bringen kann. Und einfach die Hoffnung, die Polen so lange hinzuhalten oder vielleicht sogar so stark zu schwächen. Ich verlege ja die eine Armee auch noch in den Westen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, aber ich habe einfach mal die Hoffnung, dass dann von Masowien aus keine neue Großoffensive starten. Hoffen wir einfach mal. Dadurch, dass wir einfach eine Bedrohung im Westen bei Chinesen aufrechterhalten und sie dadurch zwingen, dahin Truppen zu verschieben. Und wenn ich da diese zwei Stacks zusammen habe, dann vielleicht tatsächlich in der Lage sein wird, Chinesen einzunehmen, um es noch mehr zu schwächen. Und dann können wir nach Osten marschieren. Und versuchen, auf dem Weg nach Warschau auch noch Block einzunehmen. Vorausgesetzt, dass kein weiterer Gegner wie die Protestanten oder die Sachsen oder der Kaiser oder die Katholische Liga, das sind meine vier liebsten Nachbarn, die mir alles holen, auf die Idee kommen, auch noch sich einzumischen. Im Moment schöpfe ich ja schon fast wieder ein bisschen Hoffnung. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, dass es nicht am Ende doch so ausgehen wird, dass wir die Kampagne nochmal neu starten müssen. Ich nehme an, dass die polnische Kriegskasse einfach ganz hervorragend auch gefüllt ist, weil die sehr lange ja viele Provinzen haben und da einfach richtig viel Knete aufspeichern konnten. Im Prinzip muss ich wirklich gucken, dass ich jeden General erschlag, damit die mir nicht ständig irgendwelche Söldnerarmeen irgendwo hinpeitschen. Wäre natürlich großartig, wenn wir es wirklich schaffen können, zu stabilisieren, genug Kohle, also wieder ins Plus zu kommen, die Städte nach und nach ausbauen und verstärken und dann wieder vorstoßen können in unsere Herrschaftsgebiete. Ich würde ja unheimlich gerne natürlich Brandenburg wieder einnehmen, also hier die Mittelmark. Ja, wobei Mittelmark, sagt man das? Nee, eigentlich nicht. Also ich halte von Brandenburg zurzeit die Neumark. Und ich hätte ganz gerne natürlich wieder die, kann man Kurmark? Auf jeden Fall die Uckermark möchte ich wieder haben und die Altmark und dann halt im Prinzip der Rest von Brandenburg. Das wird, das kann sein, dass 1648 tatsächlich, falls ich nicht absauf, die längste Kampagne werden könnte. Also noch länger als die Empire-Kampagne oder die Rom-2-Kampagne. Ich überlege, wir sind jetzt bei Video Part 50 oder so. Und ich habe mich jetzt irgendwie halten können im Osten. Aber von Ausbau ist ja keine Rede. Wir halten ja nur mehr oder weniger. Ja, meine Armeen sind ziemlich im Eimer. Meine Städte sind total kaputt. Hm.
Also das wird wieder so eine längere Geschichte hier mit der Bombardierung der Kanonade. Ich unterbreche ganz kurz die Aufnahme. Wir sehen uns gleich am Ende der Kanonade wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Die polnische Armee hat die Flucht ergriffen. Sie haben nämlich die 50%-Marke überschritten bei den Verlusten und sie haben ihren General verloren. Die Kanonade, unsere Kanoniere in Posen haben offensichtlich das letzte Mal geübt. Diesmal haben sie es besser gemacht. Sehr wirkungsvoll. Die Belagerung dürfte aufgehoben sein. Und wir sind diesen Störenfried los, der ständig neue Söldner in meiner Nachbarschaft ausheben kann. Das heißt, das ist sehr gut gelaufen. Ich bin sehr dankbar. Es gibt nachher eine Runde Schnaps und Bier für alle in Posen. Also für die Kanoniere. Sehr schön, sehr fein. Sobald ich hier genug Geld in der Kasse habe, Posen baue, brauche ich erstmal eine schöne Schule, eine Bibliothek, eine Universität und wir reißen die scheiß Kirchen ab. Dass das alles mal anständige Menschen werden. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Oder wir wandeln die Kirchenbibliotheken um. Das finde ich auch sehr schön. Und zwar reine naturwissenschaftliche Bibliotheken. Sehr fein. So, das ging jetzt gar nicht so lang, das Video, da ich das ja unterbrochen, also während der Kanonadier immer unterbreche. Machen wir noch einen Rundewechsel. Aber interessant, dass die Polen die Belagerung nicht aufheben. Und dann wandern wir rüber wieder nach Mitau. Großartigerweise, wir sind unter der 100.000er in den Schulden. Großartig. Unter 100.000 Schulden. Das muss gefeiert werden. Jetzt mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ah, bisschen Sorgen, gell? Mhm, da ist er. Dass der mir wieder hier durchstößt. So, von Neuenburg marschieren wir über Schwetz, Bromberg auf Knesen.
Amland, da ist er hingekommen. Von Ostpreußen aus, okay. Wir erobern jetzt noch Kempen. Wir ärgern so ein bisschen. Warum habe ich eigentlich in Polen so wenig Städte gesetzt? Fällt mir bei der Gelegenheit mal auf. In Ostpreußen war ich ja recht großzügig. Liegt vielleicht an meiner gewissen, sagen wir mal, Sympathie für die Geschichte Preußens und Ostpreußens. Kolberg geht's dafür gut. Steuern hoch! Wir stellen jetzt Plus kommen, desto schneller können wir vernünftige Sachen bauen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal vor Küstrin bombardieren. Das machen wir jetzt nicht in dem Video, das machen wir im nächsten. Dementsprechend würde ich sagen, Zeit für einen Kart und wir sehen uns wieder. Obwohl, wir können erst noch, vielleicht nachdem Sapir tot ist und seine Armee zerschlagen, vielleicht zieht das ja eher jetzt ein. Man weiß es ja nicht. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben, gell? Dass die vielleicht noch Hirn finden. Irgendwo. Nehmen. Sackgesicht. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Idee von mir gewesen. Diesen kaiserlichen Hof hier quasi auf Jagdgesellschaft. Das hat die komplette Diplomatie von Medieval 2 absolut auf Vordermann gebracht. Die waren nämlich bis dato durch diese herumwandernden Diplomaten einfach mal nur scheiße. Ach guck mal, da ist der Fernau. Da haben sie einen General. Ich denke, der wird bald Söldner ausheben und dann belagert er Thorn. Wenn ich Glück habe, belagert er Thorn. Wenn ich Pech habe, zieht er an Thorn vorbei und belagert Marienburg, Dirschau, Kulm, was auch immer. Und ich muss meine Truppe doch wieder nach Osten werfen. Ich möchte jetzt eigentlich bald mal Kniesen haben. Noch ein Stück Arbeit. Wie auch immer. Also dann, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschö.